Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei Olli Uncut TV. Yo, ich war mal wieder kreativ. Ich habe euch ja letztens gezeigt, mein Mitbringsel vom Roman, diesen Pinhead von Hellraiser, meine ich natürlich, diesen Wallhanger. Und der war mir einfach zu schlicht, um ihn einfach so an die Wand zu hängen. Ich kenne welche, die machen das tatsächlich genau so, hängen das so an die Wand, ohne weiteres. War mir ein bisschen zu schlicht, hat mir nicht gefallen und die Idee war, das Teil abzugeben, um jemanden so einen Rahmen machen zu lassen. Dieser ist allerdings gerade verhindert, also das ist eine kreativere Person wie ich, so sage ich jetzt einfach mal. Der hätte mir da wahrscheinlich irgendwie was Schönes machen können mit einem geilen Rahmen. Vielleicht wird das im Anschluss noch gemacht, aber der befindet sich gerade im Urlaub und ich kann da nicht warten, ja, wenn ich was Neues in der Sammlung habe, ich kann das nicht rumliegen lassen, das ärgert mich dann immer ein bisschen und deswegen habe ich mir zwei Bilderrahmen gekauft, eins fürs Zertifikat, einen fürs Zertifikat und einen, da habe ich mir gedacht, dann nehme ich die Glasscheibe weg, mache so ein rotes, also rot war schon immer die Farbe, die ich da gesehen habe, als Hintergrund auf jeden Fall, ich wollte da kein Schwarz, kein Blau-Grün, Rot, Orange, ich wollte Rot, ein schönes dunkles Rot. Habe mir dann so ein Tuch gekauft, na, was ist das für ein Tuch gewesen, so eine Decke eigentlich, war es so eine Decke, so eine Filzdecke, kann man sagen, ja. Alles so in dem Billigladen da, Teddy oder wie der heißt, und auch die Bilderrahmen, die gab es aber nur in Weiß. Und Weiß sehe ich hier bei dem Thema Hellraiser eigentlich auch nicht wirklich. Und deswegen habe ich die selber schwarz angesprüht, die Rahmen. Ich hätte sie noch grundieren sollen oder zumindest ein bisschen anschleifen, sodass sich dann natürlich hier und da ein kleiner Kratzer entwickelt hat. Das ist jetzt erstmal provisorisch. Ja, ich bin sowieso ein Mensch, bei mir klappt es nie auf Anhieb, da habe ich vielleicht zwei linke Hände dazu, aber die Ideen sind auf jeden Fall immer da und manche kann man auch schon erahnen, wie es dann hätte sein sollen, wenn es dann perfekt geworden wäre, ja. Ich zeige euch hier mal das Endergebnis, genau so steht das jetzt erstmal in der Sammlung. Mein Plan war eigentlich, den Pinhead Wallhanger auf diesem Rahmen nach hinten zu setzen, das Zertifikat dann schräg daneben, so wie es jetzt eigentlich steht, und davor dann die Pinhead-Statue mit dem Würfel. Das sollte alles in einem Fach stattfinden, allerdings sind die Rahmen dafür viel zu groß und ja, war wohl wieder nichts, sodass ich ein komplettes Fach für diese Sache jetzt erstmal erbringen muss, ja, und man sieht jetzt aber auch die Sammlung, auch wenn ich mich jetzt ein bisschen, wenn ich wieder mal ein bisschen was abgebe, man sieht nicht wirklich, dass es kleiner wird, also dass die Sammlung kleiner wird. Wir hatten schon so viel Zeug abgegeben, hätten wir alles behalten. Ich glaube, das würde hier sehr ungemütlich sein. Auch im Statuenraum sieht das jetzt einiges leerer aus natürlich. Man schiebt ein paar Sachen hin und her und schon sieht es wieder gut aus. Also das ist schon immer mein Ding gewesen. Wenn ich was aus der Sammlung raushol, ist dieser Platz da nicht unbelegt, bis wieder was Neues reinkommt. Ich schiebe da ein bisschen was hin und her, auch mal aus anderen Räumlichkeiten und dann ist das wieder in Ordnung, ja. Zum Beispiel hier der Moff Gideon und der Darth Vader, die werden jetzt demnächst auch nach unten verbannt in den Statuenraum, weil der Raum drüben ist noch nicht fertig, der große Raum, der ein bisschen Star Wars Zeug haben sollte, so war mal der Plan. Ob das jetzt so stattfinden wird, weiß ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht machen wir da auch was ganz anderes draus. Aber auf jeden Fall, also so war mal der Plan, vielleicht mit diesen Life-Size-Geschichten hier, Annabelle, Chucky, die Gremlins, E.T. und so weiter, dass die dann vielleicht dort sind. Aber ich weiß es noch nicht genau. Also wie gesagt, so eine Sammlung, bei uns zumindest, ändert sich stetig. Ich habe da auch gar kein Problem damit, die Sachen, die ich gerade veräußere, abzugeben. Ich habe mir das gut überlegt und werde das Geld, das erbrachte Geld dann natürlich sinnvoll einsetzen. Teils auch wieder für die Sammlung selbstverständlich, ja. Ja, das ist mal so ein kleines Video von mir, so ein kleines Lebenszeichen. Ich bin heute aufgewacht, habe gedacht, ich muss jetzt mal wieder ein Video machen hier, weil es gab eine Zeit, da habe ich wirklich jeden Tag Videos gemacht und die Zeit findet sich jetzt wieder, sage ich jetzt mal so, ja, also die Zeit werde ich mir jetzt auch wieder nehmen. Als nächstes wird es hier meine Unboxings geben von diesen zwei Kameraden hier, die ich letztens geupdatet habe, die 216 Leatherface von Sideshow, die wird es geben. Vielleicht sogar eins davon, wenn ich es schaffe, heute noch. Mal schauen.
Ich will auf jeden Fall am Ball bleiben. Ja, und eine Umstrukturierung in der Sammlung, wie gesagt, damit habe ich gar keinen Schmerz und wird auf jeden Fall schick aussehen am Ende. Ich möchte auch die ganzen leeren Fächer, wo nur eine Statue drin steht, die will ich jetzt ein bisschen aufhübschen. Ja, da bin ich ja auch schon dran, das Ganze zu schöner zu machen, sodass da nicht nur diese eine Statue steht, sondern auch im Hintergrund ein bisschen was Cooles. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall. Ich bin dran. Auf jeden Fall gestern, ich habe euch ja gesagt, hier der große Flur hier im Neben, also der Nebenflur hier, da ist der Riesenschrank, der ist seit gestern verbannt worden. Heute ist Sperrmüllabholung und der wird jetzt renoviert, der wird richtig schick gemacht und der wird natürlich dann auch noch ein bisschen Sammlung erfahren dürfen, ja. Ich habe mir sogar echt überlegt, hier auch ein bisschen Life-Size zu gehen. Also, weil der Flur ist wirklich riesig, also der ist schon sehr groß. Ich glaube, ich hatte mal eine Wohnung, die war so groß wie dieser Raum. Von dem her muss da auf jeden Fall auch was mit Sammlung stattfinden. So, jetzt bin ich auch schon wieder durch, Leute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesen Plänen haltet. Wie habt ihr es mit eurer Sammlung? Schreibt mir alles in die Kommentare, was euch einfällt. Und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter beim nächsten Video wieder. Wer noch kein Abonnent meines Kanals ist, holt das gerne nach. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Euer lieber Olli Uncut von Olli Uncut TV. Ciao!